Wie sind Sie zufrieden mit Ihrer Kandidatin heute? Ist in Ordnung. Meistens sind wir nervös an so einem Abend, aber ich finde, sie hat sehr gut gemacht. Sie hat gezeigt, dass sie Fachwissen hat, dass sie eloquent ist. Ich bin sehr zufrieden. Wie meinen Sie, hat sich Ihr Kandidat heute geschlagen? Also ich muss sagen, er hat sich gut geschlagen. Ich bin der Überzeugung, dass er der richtige Kandidat für H ist. Er war sachlich, er hat, bis auf einen Ausrutscher, aber sonst war er sachlich. Er hat sich sehr bemüht, das darzustellen, was uns ein Anliegen ist. Und ich denke, dass die Bürger das auch so gesehen haben. Ja, man sieht den deutlichen Unterschied zwischen den erfahrenen Bürgermeister der vergangenen Jahren und den Kandidaten, den neu kandidieren. Aber das ist völlig klar, das ist auch nicht anders zu erwarten. Man hat auch aus meiner Perspektive die Souveränität von Frau Müller in diesem Bereich gesehen, weil sie einfach den Vorteil hat, als zweite Bürgermeisterin schon Erfahrung zu halten. Was mich ein bisschen enttäuscht hat von allen beiden ist, dass bei vielen Fragen gar nicht präzise genug auf die inhaltlichen Entwicklungsperspektiven eingegangen ist, sondern aus welchen Gründen auch immer erwartet worden ist, dass man sich mit Schlagzeilen quasi zufrieden gibt. Wie finden Sie, hat sich Ihre Kandidatin geschlagen? Erwartungsgemäß gut. Sie war sachlicher und sie war auch ruhiger und das hat mir insgesamt gut gefallen. Ich finde, dass es sehr fair abgelaufen ist. Richtig, also ich habe ja schon vor 12 Jahren eine ähnliche Veranstaltung mitgemacht, die also eher, wie soll ich sagen, wo es eher harsche und böse Worte gab. Aber diesmal sind beide Kandidaten, man bis auf eine Minute hin und her gleichzeitig zu Wort gekommen und man tut sich, denke ich, wenn man so ein neutraler, harter Bürger ist, jetzt wirklich schwer, in welche Richtung das man tendiert. Ich denke, jeder hat seine Vorteile und der harte Bürger wird wahrscheinlich für sich persönlich entscheiden müssen, wer auf seinem Gebiet oder auf seinem Wunschdenken hier die besseren Argumente gebracht hat. Also ich denke, das war für alle Beteiligten ein recht interessanter Abend. Man hat gesehen, also, dass der Herr Reichel also mit Sympathiepunkten punkten konnte, aber dennoch war deutlich zu erkennen, dass einfach die Frau Müller die professionellere, die erfahrene gewesen ist. Ich denke mal, das ist also so bei den Leuten rübergekommen. Haben Sie einen Kandidaten im Vorteil gesehen gegenüber dem anderen? Eigentlich nicht. Es sind natürlich zwei sehr unterschiedliche Persönlichkeiten, das ist ganz klar. Man merkt auch, dass die Frau Müller natürlich eine Erfahrung hat als zweite Bürgermeisterin. Was mir gestört hat, ist die offensichtliche Situation, dass sie mehr Informationen hat als jeder andere. Das darf nicht sein, dass plötzlich in so einer Debatte jemand plötzlich mit einer Überraschung von 2 Millionen kommt zum Beispiel. Aber unter dem Strich glaube ich wirklich, dass dann eine Situation wird von Sympathie, ja oder nein. Weil wirklich vom Themen her und auch von Persönlichkeit her, vom Charismus her, habe ich eigentlich keine Gewinner ausmachen können. Herr Reichel, wie geht es Ihnen nach der Podiumsdiskussion? Ja, ein bisschen abgekämpft bin ich schon, aber es war sehr interessant und ich denke, das Ziel da zu machen, dass eine Wahl in H ansteht und es auch nicht ganz klar ist, wie das ausgeht, das ist rübergekommen bei den, was ich wahrgenommen habe im Saal.